Wir haben das Ticket zum Glimmerliner, aber leider hat Brunhilda uns gehört, dass wir dorthin wollen. Das ist schon, uns schon einen Schritt voraus. Wir müssen uns beeilen. Schnell, los, rein da. Der Glimmerliner fährt nach Bad Glimmerich. Passagiere können nur mit dem Ticket einsteigen. Ach, sieht alles gut aus. Kommst du an Bord? Aber sowas von, aber hallo. Sei vorsichtig beim Einsteigen. Die Stufen da, die sind ein bisschen gefährlich, weißt du? Passt. Abfahrt! Los geht's! Und so wirklich los geht's, denn wir fangen an mit Kapitel 6. Reise im Glimmerliner. Oh yeah. Warte mal. Reise im Glimmerliner? Heißt das, wir sind das ganze Kapitel lang nur dort drinne? Oder wie soll ich das stehen? Schauen wir erstmal, würde ich sagen. Oh, nett. Nämlich so ein bisschen an Harry Potter. Marius Abteil. Wow, der Glimmerliner also, hm? Mit sowas reisen also die wirklichen Reichen. So lasse ich mir 3 Tage Fahrt bis Bad Glimmerich gern gefallen. Bad Glimmerich, so rum, ja. 3 Tage Fahrt? Oh. Hm? Hey, da auf dem Boden, was ist das denn? Ja, ein Insignie, glaube ich. Oder, achso, das meinst du? Das hab ich gleich gesehen. Brich deine Reise sofort ab. Verlassen diesen Zug, sonst jage ich in die Luft. What? Ein Drohbrief? Bestimmt von dieser Brunhilde aus Rohlingen. Aber wer immer der Abländer auch ist, er ist bestimmt noch hier im Zug. Schnappen wir ihn uns, bevor irgendwas anstellt, Bamba. Was zur Hölle? In die Luft sprengen? Wer auch immer das geschrieben hat, ist verrückt. Also ich bitte euch, in die Luft sprengen? Barbara, komm. Ich brauche deine Hilfe hier. Nicht, dass hier gleich deine Schwester unterwegs ist zu uns. Im Schrank befindet sich ein Trockenpilz. Oh. Nett. Ha, dann essen wir ihn mal. Nom. Die Aussicht ist schon nice. Not bad. Beep, beep. Beep, beep. Gucken wir uns mal ein bisschen diesen Zug um. Wir sind im Zimmer 5. Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gehypt auf dieses Chapter. Das hat man auch sehr viel im Trailer gesehen und so. Und ein Moment mal. Was geht hier ab? Das ist die Kellnerin. Für eine Kellnerin wirkt sie ein wenig schmächtig. Aber Mädchen wie sie wirken wohl irgendwie beruhigend auf andere Leute. Dass sie dementsprechend beliebt sind, können Sie sicher denken. Also, ihre Ponytails sind crazy. Und dieses Herz obendrauf. Aber ich weiß, sie wirkt schon nett. Herzlich willkommen in der Dining Lounge, also im Speisewagen. Manche Passagiere benutzen diesen Zug nur wegen unserer Küche. Ach, der weltberühmte Filmstar Starty ist mit an Bord. Ah, ich hoffe nur, er kommt bald hierher. Ich will Autogramm. Also, du arbeitest hier nur deswegen, okay. Dieser Chip-Chip ist der Koch des Glimmerliners. Er ist ganz allein zuständig für die Mahlzeiten an Bord. Und so abgebrüht, dass man nie weiß, ob er etwas ernst meint oder einen Witz macht. Hallo, darf ich mich vorstellen? Nein, nochmal, darf ich mich verstellen? Vorstellen, genau. Ja, ich bin der Verantwortliche für das kulinarische Wohlergehen der Passagiere. Heute Mittag gibt es eine ganz besondere Spezialität. Du solltest sie probieren. Jetzt machst du mir Angst, Kollege. Offen. Und ich hab's auch jetzt extra übersetzt. Cool. Hier ist ein Shop also. Hallo, netter Toad. Oh, okay. Cooler Effekt. Was ist der Verkäufer in diesem rollenden Item-Shop? In einem Item-Shop kannst du Items kaufen oder... Ja, okay. Weißt du, was ein Item-Shop ist? Sorry, Mario. Ich bin ein bisschen... ja. Ah, das ist kein Problem. Ja, der Speisewagen. Das war ein Luxus. Ja, stimmt schon, dass es das hier gibt. Der Speise... Ah, Mann, nein. Ich dachte, er sagt jetzt hier, der Glimmerliner. Nee, sagt sie nicht. Hm. Okay, Raum 6. Hallo, klopf, klopf. Oder wir gehen einfach rein. Der kommt mir sehr bekannt vor aus dem ersten Paper Mario. Das ist Inspektor Ping, einer unserer Mitreisenden. Er ist wohl Detektiv, oder zumindest hält er sich dafür. Im Film tauchen Detektive immer im passenden Moment aus dem Nichts auf, weißt du?
Und anscheinend nimmt sich dieser komische Vogel genau daran ein Beispiel. Ich wohne in Bad Limmerich, aber ich war schon lange nicht mehr zu Hause. Oh, dann hoffe ich, du hast eine schöne Reise, mein Bester. Den werden wir auf jeden Fall nochmal sehen, glaube ich. Wenn wir ihn Detektiv haben, das ist schon ein bisschen verdächtig. Das ist ein Pinke-Pink. Vom Beruf ist er Handelsvertreter. Ja, sieht man. Er ist geschäftlich mit dem Glimmerleiner unterwegs. Und die Kosten für diese Fahrt ersetzt ihm seine Firma? Anscheinend haben Handelsvertreter auch ihre Privilegien. Ich fahre nach Bad Limmerich, um ein wichtiges Geschäft abzuwickeln, weißt du? Natürlich geht die ganze Fahrt auf Firmenkosten. Na, bin ich ein Glückspilz? Du bist auf jeden Fall ein Pilz, das kann ich dir sagen, Mann. Auch wenn du kein Toad bist. Und was haben wir denn hier? Oh, die reiche Familie aus Falkenheim. Falkenhort? Keine Ahnung. Das ist Goldfried. Komischer Name für den Bobamp. Achso, ja, ist ja reich wie die andere Familie. Wie die Rest der Familie. Ja, die kennen wir ja schon. Ah, du bist doch der unbesiegbare Meister der Arena. Wie hieß du, Bomber Luigi oder so? Du fährst also auch nach Bad Limmerich, ha? Ein guter Ort für einen Champion wie dich. Wir wollen in Bad Limmerich für unseren Sohn ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Oh, ho, 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 ho. Prinzmo, so heiß ich. Ich bin unterwegs, um mir ein Geschenk zu kaufen. Gibt's so, dass du neidisch bist? Nein. Kleiner Bengel. Ich brauche keine Geschenke. Ich habe 7 Geschenke. Jeder war schlecht. Egal. Darf ich ja durch? Willkommen im Glimmerleiner. Ich bin der Zugbegleiter auf dieser Fahrt. Du bist der Mario aus Abteil 5, oder? Genieße deinen Aufenthalt. Der nächste Waggon ist übrigens der Gepäckwagen. Passagiere haben da aber keinen Zutritt. So leid es mir tut. Hm? Was? Ein Drohbrief? Verstehe. Danke fürs Mitteilen. Sei bitte vorsichtig da draußen und geh zurück in deinen Abteil. Oha, wir haben ihm einfach den Drohbrief gezeigt. War das so eine gute Entscheidung, Mario? Ich meine, ja, okay, jetzt wissen alle Bescheid. Oder zumindest die Leute, die hier das leiten, müssen nicht alle Bescheid geben und allen gleich Panik machen, aber... Hm? Was geht denn jetzt hier? Und wer bist du bitte? Ist das nicht Stati? Der berühmte Schauspieler? Den musst du doch kennen. Er ist das Idol aller jungen Mädchen. Aber ich glaube, sein Ruhm ist ihm etwas zu Kopf gestiegen. Ob Stars im richtigen Leben, wo alle so sind? Manche. Schade, eigentlich fand ich ihn da ganz toll. Ich habe Bärenhunger. Ich bestehe doch, um etwas zu essen zu bekommen. Ja, ich bin berühmt. Was? Der Topf ist weg? Du kannst nichts kochen? Was geht hier ab? Warte, warum sind hier Fußabdrücke? Oder ist das Blut? Nein, das ist nur Fett, glaube ich. Aber was geht denn hier ab? Oh yeah, es rettet jetzt, was da hier ist. Wie ist er denn so schnell gekommen? Oh, ich hatte mich so gefreut auf Firmenkosten und was Leckeres zu essen. Ach, schade, Mann. Wirklich ärgerlich. Nein, eigentlich ist das schon eine echte Tragödie. Und du? Sieht aus, als wäre das ein Fall für Inspektor Ping. Ich resümiere. Die Kartoffelsuppe wurde mitsamt Topf in einem unbeachteten Moment entwendet. Beobachtet. Soweit die Sachlage also. Verehrte Anwesende, es handelt sich zweifelsohne um ein Verbrechen! Ein Verbrechen? Ein Verbrechen? Wie bereitet man so etwas denn zu? Was? Ja, ich vergaß mich vorzustellen. Gestatten, Inspektor Ping, Privatdetektiv. Dieser Vorfall fällt also in mein Metier. Wie gewöhnlich werde ich diesen Fall im Handumdrehen auflösen. Oh! Was? Wenn ich ehrlich bin, er ist bisher Suspekt Nummer 1 für mich, der Pinguin, weil zufällig kommt ein Detektiv mit an den Zug und zufällig genau dann ist hier ein Verbrechen. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen verdächtig. Der Dreh- und Angelpunkt des vorliegenden Verbrechens ist, dass der Täter die Suppe mit seinem Topf gestohlen hat. Das heißt, es gibt nur einen möglichen Täter. Dich! Was? Ich? Wie ist das denn? Ich bin unschuldig. Oh, Entschuldigung, das war nur eine Probe für das große Finale. Ja, kommen wir zur Sache. Dies scheint ein sehr komplizierter Fall zu sein. Du willst doch sagen, du weißt nicht, wer der Täter ist? Das willst du doch sagen, oder? Was für ein Unsinn! Ich gehe zurück in mein Abteil! Du wirst also schnell in dein Abteil zurück, ja? Sehr sass.
Der Täter ist Sati, du! Du bist verdächtig! Sati! Auf da! Kein Fall! Hör auf mit deinen unbegründeten Beschuldigungen, du Gelbnase! Gelbnase? Gelbnase? Aber wer könnte es denn sonst gewesen sein? Ich muss nachdenken. Ja, du musst nachdenken, Kollege. Ich gehe so lange mal das Rätsel lösen hier drüben. Weißt du, der hat schon hier eine Lupe und dann checkt er das nicht. Das ist... Der will sich ein Detektiv nennen, wirklich? Auf dem Boden fühlt sich Spuren. Was sieht da Suppenflecken aus, Mario? Wenn wir diese Spuren verfolgen, finden wir bestimmt den Täter. Vielleicht ist es ja derselbe, der den Drohbrief geschrieben hat. Was? Wie ich drauf komme? Weibliche Intuition. Aber hier bei 4 und 5 haben wir noch gar nicht drin. Ich will mich hier nochmal umschauen. Ja, okay, hätten wir vorher machen müssen. Mist. Jetzt sind die halt schon weg, die hier gewesen sind. Bis auf 3. Ernsthaft? Wir haben einen an Bord, der so aussieht und ihr kommt nicht auf die Idee. Ach Gott, ey. Ich bin hier mit Amateuren unterwegs. Dieser Tod heißt Mamfti. Keine Ahnung, warum er so heißt. Schließlich ist er immer so gerne. Sein Lieblingsplatz ist im Zug der Speisewagen. Voll bekommst. Ah, was gibt es denn? Was? Der Topf mit der Kartoffelsuppe? Ihr beschuldigt mich ohne jegliche Beweise. Was, auf dem Boden sind Spuren von der Suppe? Nein, ich weiß von gar nichts. Aber untersteht euch, in meinem Schrank zu suchen, da ist nichts drin. Okay, werde ich nicht. Ups, ich meine, Finger ist aus Versehen an den Griff gekommen. Wow, ich werde zurückgeschoben, Hilfe. Im Schrank befinden sich mehrere Gourmet-Zeitschriften. Darunter ist auch eine Sonderausgabe über den Glimmerliner. Auf der Titelseite ist ein Foto des Kochs mit strahlendem Lächeln. Oh, da ist wirklich nichts drin. Nee, warte. Hinter den Zeitschriften ist was versteckt. Ha, den Suppentopf. Keine Spur mehr vom Inhalt. Es wurde alles aufgegessen. Verzeiht mir, ich habe alles aufgegessen. Ich dachte, dann sagte so, ich habe keine Ahnung, wie das hingelandet ist. Ich war es nicht. Es war ein Geist. Barbara war es. Oder Brunhilde. Die Suppe hat ja also so gut geschmeckt, dass du unbedingt mehr essen wolltest, hm? Und dann hast du einfach unbemerkt die Suppe mitsamt dem Topf gestohlen. Genau so war es. Es überkam mich ganz plötzlich. Bitte verzeiht mir. Eine schändliche Tat. Aber kann man den Täter wirklich verdammen? Für diesmal lassen wir die Sache auf sich beruhen. Aber ich hoffe, so etwas kommt nie wieder vor, Mann. Und nun zu dir. Ja, du mit dem Schnauzer da. Es scheint so, als hättest du dieses Verbrechen aufgeklärt. Was diesen Brief betrifft, den du in deinem Abteil gefunden hast, den habe ich gesehen, ja? Ich habe Nachforschungen angestellt und mit dem Zugbegleiter gesprochen. Aber komm in mein Abteil, Nummer 6. Dort können wir ungestört reden. Ich warte dort auf dich, Mario. Ach, und bring doch bitte dem Koch seinen Topf zurück erstmal. Jo. Will do. Aber ich will mich noch ein bisschen umschauen hier. Macht das denn niemand sauber? Habt ihr keinen, niemand, der hier putzt? Keine Putzfrau oder so? Nichts? Wer wohnt denn hier bei der 2? Hallöchen. Die kennen wir doch, glaube ich, auch, oder? Das ist Brilliant Tea. Ein Tots gehört sie zur High Society. Hast du ihr Kleid gesehen? Ist das nicht wirklich himmlisch? Sie ist viel dafür gemacht, in diesem Zug zu reisen. Hä? Wieso das denn? Oh, hallo, mein kühler Kavalier. Ich bin kein kühler Kavalier, aber hi, was geht ab? 1. Oh, ja, er ist halt die Nummer 1, ne, verstehe. Ist das nicht Sati? Der berühmte Schauspieler? Oh mein Gott, ich liebe ihn. Also, jetzt nicht mehr, er ist jetzt ein bisschen abgehoben, aber trotzdem, oh mein Gott. Sorry. Ach, du bist es. Das war eben ganz schön peinlich, oder? Es war seltsam. Das kann ich auf jeden Fall so stehen lassen. Warte mal, hier ist eine Tür. Ja, okay. Muss geschlossen bleiben. Das ist der Ausgang. Oder Eingang? Oder Ausgang? Führerhaus. Hi, du bist der Führer? Willkommen im Glimmerliner. Ich bin der Lokführer auf dieser Fahrt. In den kommenden 3 Tagen werde ich diesen Zug nach Bad Glimmerich steuern. 3 Tage voller Luxus. Dieser Zug ist einfach unvergleichlich. Wenn du meinst. Das ist der Lokführer. Er hat den Beruf, von dem alle Kinder träumen. Aber Lokführer ist nicht nur ein toller Beruf, in dem man schnelle Züge fährt. Der Lokführer hat auch eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe. Schließlich ist er verantwortlich für Leben und Gesundheit seiner Passagiere.
ist doch so. Er ist dafür verantwortlich, dass wir kein Essen mehr haben. Ich werde ihn anzeigen. Obwohl er nichts dafür kann. Ich werde anzeigen. Ist alles seine Schuld, ja? Es ist alles seine Schuld. Und er sollte sich gefälligst jetzt sofort entschuldigen. Please. Waren wir eigentlich bei 4 schon drin? Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin, oder? Jump. Okay, doch, hier waren wir schon drin, aber hier wohnt halt einfach niemand. Oder wer auch immer da wohnt, will nicht in sein Zimmer. Na gut, na gut. Kann ich respektieren? Ist okay. Das ist in Ordnung. Aber es ist nicht in Ordnung, dass euch der Topf geklaut wurde. Ich hab ihn hier. Da hast du deine Nase gefasst, unglaublich. Ja, ich muss den Topf hier noch zurückbringen. Oh, mein Guter. Hast du meinen Topf? Topf? Ja, hier. Bitteschön. Oh, ich bin entzückt. Das ist ja mein Topf. Topf. Es war leer, aber ich bin froh, dass er wieder da ist. Danke, Mann. Hier, ein Dankeschön. Schwimm bitte. Nein. Nimm bitte. Genau. Ein Sternsplitter. Das lohnt sich auf jeden Fall. Der Topf ist actually sogar anders. Hätte ich nicht erwartet. Das wäre einfach der gleiche Topf, den du da schon liegen hast. Alles vergoldet. Oder ist es nur angemalt? Hi. Du wolltest reden? Na, endlich. Ich hab dich schon erwartet, Mann. Das war gar nicht schlecht, wie du diesen Fall gelöst hast. Der Täter ist allerdings leider nicht der Verfasser des Drohbriefs. Zumindest wurden in seinem Abteil keinerlei entsprechende Hinweise gefunden. Also, ich hab geguckt, ob er den gleichen Stift hat. Hat er nicht. Hat gar keine Stifte. Hat er alle gegessen. War irgendwie komisch. Naja. Übrigens habe ich den Eindruck, dass du ein sehr begabter junger Detektiv bist, Mario. Nun gut. Von nun an sollst du mein Assistent sein. Ich? Ja, aber zuerst sollte ich mich noch einmal ganz offiziell vorstellen. Mein Name ist Ping, Inspektor Ping, aus Bad Lämmerich. Bro, das sagst du jetzt zum dritten Mal. Man nennt mich auch den Mann mit dem Superhören. Du hast bestimmt schon einmal von mir gehört, oder? Und du bist... Nein, warte. Lass mich herausfinden, wer du bist. Bro, ich hab dir schon meinen Namen gesagt, ich bin Mario. Dieser Bart und diese Nase. Ich hab's. Du bist der berühmte Luigi. Bomba Luigi, der bist du. Oh, ich hab schon viel über dich gehört, Luigi. Aber zurück zu diesem Brief. Der Täter hat angedroht, den Zug zu sprengen. Warte, wir ignorieren jetzt einfach, dass ich dir gesagt habe, dass ich Mario heiße. Das heißt Luigi? Okay. Das ist ein großes, fettes M. Nicht Luigi. Ich glaube, wir sollten diese Familie im Auge behalten. Was denkst du? Wie auch immer, Luigi. Wir werden diesen Fall gemeinsam lösen. Ja. Luigi, genau. Okay. Ich glaube, wir sollten diese Familie im Auge behalten. Warum denn? Weil... Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Übrigens, findest du nicht auch, dass es hier irgendwie nach Schwarzpulver riecht? Warte. Ja, jetzt wo du es sagst, ein bisschen riecht schon nach einem Creeper. So ein bisschen. Was geht jetzt ab? Hä? Ist das... Ist ein bisschen abends geworden, glaube ich. Sonne geht unter. Ah ne, du bist es nur. Aber war denn die Familie? War die nicht hier? Beacht? Ja, hier beachtet sie. Was geht denn hier ab? Papa und Mama streiten über mein Geburtstagsgeschenk und mir ist so langweilig. Oh nein. Schenken wir ihm also. Lass die Bilder geben. Ist doch albern. Wie oft muss ich das noch sagen? Was andere denken, ist noch nicht so wichtig. Was? Ein Studienset zur Talentförderung wäre ein kluges Geschenk für Bronzmove. Das ist zu unscheinbar. Er muss viel wertvoller sein. Es muss viel wertvoller sein. Ein Auto oder ein Haus. Dafür ist es doch zu früh. Du bist doch nur auf dein Ansehen bedacht. Ein Studienset wäre viel besser für seine spätere Karriere. Die haben wir nicht zu. Das will ich alles nicht. Was willst du denn, kleiner Brunsmove? Hattest du keine Lust mehr zu kämpfen? Du bist jetzt Detektiv geworden? Na dann, finde doch heraus, was ich mir wirklich wünsche. Okay, was wünschst du dir denn, Kleiner? Wirklich? Das willst du wissen? Wenn du mir bringst, was ich mir wünsche, gebe ich dir auch was zurück. Ja? Hier ist ein Tipp. Es fängt mit Au an. Jetzt weißt du, oder? Jetzt schrei doch endlich Au! Nee, ich weiß es nicht. Was willst du denn? Au? Au? Auge? Was fängt mit Au an, hä, Schlauberger? Willst du noch einen Tipp? Ja. Na gut, du bekommst noch einen. Ich möchte ein Autogramm von jemandem. Alles klar? Ein Autogramm von jemandem. Vielleicht von dem allberühmten und bekannten und beliebten Starty? Hieß das so, Starty? Über dem Star. Sein Vorname ist Star. Hat den legal umändern lassen zu Star, weil er ein Star ist. Haha. Oder er wurde
zur Geburt schon so genannt, weil einen seiner Eltern zum Star gemacht haben. Ich hab keine Ahnung. Es ist ein bescheuerter Name. Ich weiß auch nicht, warum ich darüber nachdenke. Ja, hier sind ganz viele Stars. Yay. Kollege, brauch dich mal ganz kurz, ja? Als Geschenk? Ein Autogramm von mir? Ich bin untröstlich, aber ich vergebe Autogramme generell nur an Frauen. Er fängt sich also etwas von jemandem, den er bewundert, hm? Und vielleicht explodiert er wirklich, wenn wir es nicht bald finden. Von Frauen? Was sagst du zu Gumbrina? Sie ist doch überall beliebt. Hier. Nicht? Von Frauen. Warte mal, die Köchin hat doch gesagt... Das bist du wieder... Ah! Hin und her hier. Immer diese Ladezeiten, Mann. Aber diese Köchin, diese Frau hat doch gesagt, dass sie ein großer Fan ist und ein Autogramm von ihm haben möchte. Vielleicht können wir sie überreden, dass sie das Autogramm kurz anfragt und dann uns überreicht, damit sie dem kleinen Kind überreichen können, damit er sich gut fühlt. Unglaublich, wie schnell ist ein Dieb gefasst und einfach umwerfen. So ein Meisterdetektiv. Ich hatte übrigens auch eine Bitte an dich. Darf ich? Hau raus. Ach, wirklich? Von meinem Ex-Freund habe ich damals Ohrstecker aus Muscheln bekommen. Und die sind wohl irgendwie verschwunden. An diesem Ohrstecker hängen so viele Erinnerungen an ihn. Könntest du die Ohrstecker für mich suchen? Bitte. Und wie suche ich die? Der Tisch ist ordentlich betellert und Servietten eingedeckt. Das ist doch schön. Cool. Kann ich dir helfen? Es mag zwar ein Verbrechen geben. Verbrechen gewesen sein, aber es macht mich dennoch glücklich, dass meine Suppe so unwiderstehlich ist, weißt du? Ich würde dem Täter also vergeben. Das ist erwachsen von dir, Kollege. Jetzt bin ich gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen verwirrt. Wir sollen eine weibliche Person finden. Für das Autogramm. Sie hört uns aber nicht zu, weil sie will ihre Ohrmuscheln finden. Bitte, bitte finde Muschelohrstecker. Ja, aber wo soll ich die bitte finden? Gewürze. Okay. Was haben wir hier? Küche ist mit einem modernen Herd ausgeschaltet. Er ist blitzsauber geputzt. Ah, toll. Hier steht übrigens, seltene Gewürze stehen in Reihe und Glied. Ja. Ich glaube, der hier ist uninteressant für uns. Dieser Toad. Ich glaube, das ist wirklich nur für den Shop, falls wir es brauchen. Scheinbar kommen hier noch Items. Kämpfe später. Bei ihm können wir noch mal kurz uns umschauen, ob der vielleicht irgendwas hat für uns. Och man, ich würde doch essen. Ich hoffe, ich kriege ein gutes Abendessen. Ja, ja, bestimmt. Okay, hat nichts im Schrank. Hm. Wie finden wir Muschelohrstecker? Hast du eine Idee? So ein unsinniger Streit. Der Junge kann einem wirklich leid tun. Wusstest du eigentlich, dass er später einmal Lokführer werden will? Obwohl er doch so viel Geld hat, das ist nicht rührend. Also der Bronze-Move, der will weg von dem reichen Hab und Gut. Ich meine, ist doch fein. Freunde, ich bin leider gerade ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Naja, der Pinguin, ich glaube, mit dem müssen wir nicht reden. Der wird uns hier nicht helfen. Wir müssen einfach eine weibliche Person nochmal finden. Hier ist unser Zimmer. Wer war hier nochmal drin? Ich habe wieder alles vergessen. Hier war niemand, oder? Hier ist niemand drin. Ne? Somit auch der Schrank. Komplett leer geräumt. Aber sonst gab es doch keine weibliche Person. Hast du vielleicht einen Tipp für uns? Ich glaube, dass ich leider einen Error gemacht habe. Aber diese Kartoffelsuppe war so lecker. Oh, ich freue mich auf das Abendessen. Ja, es wird aber erst Abendessen geben, sobald ich herausgefunden habe, wer hier die Muschelohrstecker gefunden hat. Oder generell, wo die überhaupt sind. Hm. Warte, ich rede nochmal mit ihm. Ich hab's nicht verstanden. Er will mit einer Frau reden. Hier, Nagarine. Sie ist doch schon bestimmt ein großer Fan. Das Geschenk. Autogramm von mir. Ich bin untrüstig, aber ich vergebe Autogramme nur an Frauen. Also muss ich Mario jetzt als Frau verkleiden oder was soll ich tun? Nein, ehrlich. Was erwartet er jetzt von mir? Ich bin untröstlich. Was mit ihr? Oh, hallo, mein kühner Kavalier. Wenn du diesen schweren Fall gelöst hast, umwerfend. Ich würde dich gerne um deine Hilfe bitten, darf ich? Oh, die nächste. Oh, wirklich? Also, worum es eigentlich geht, ja?
Ich habe meinen goldenen Ring im Zug verloren. Ob du wohl nach ihm suchen könntest? Ob bitte mein kühner Held? Okay. Scheinbar befinden sich zahlreiche Schminkutensilien. Okay. Bitte finde mal meinen goldenen Ring. Muschelohrstecker, goldener Ring, Autogramm, alle wollen was von mir. Was zur Hölle? Das ist eine riesige Tauschquest oder was kann ich hier erwarten? Wo soll ich einen goldenen Ring finden? Warte mal, vielleicht haben ja diese reiche Bombenopferlinie einen goldenen Ring, weil sie sich dachten, oh, einen goldenen Ring gefunden, das ist jetzt meiner. Und dann rede ich mit denen und sagen, ja, ich gebe ihn dir, aber nur wenn du das hier für mich machst. Und dann muss ich wieder zu jemand anderem hin und ich glaube, so wird das hier ablaufen. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Ich renne nach links und ich renne nach rechts und ich renne nach links. Das ist so die ganze Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß, mit dabei zuzuschauen. Studien-Z wäre besser für ihn. Und du sagst aber, auf jeden Fall braucht er ein ordentliches Geschenk. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Du bekommst auch einen Hinweis. Ich möchte ein Autogramm, alles klar? Ja, okay. Mehr Info ist es nicht. Kannst du uns vielleicht weiterhelfen? Wie sind denn dein Assistent, hast du gesagt? Ah ne, das ist der falsche Raum. Ups. Moment. Hier. So, ich soll ja dein Assistent sein, dann musst du mir mal helfen, Kollege. Was Bronzmove sich wünscht? Ich hab's! Bestimmt einen Gameboy, Luigi. Diese kleinen Dinger finden Kinder ganz toll. Ich meine, bestimmt fände er es schon cool, aber es ist nicht das, was er will. Aber ein Gameboy, ja. Die Kinder lieben einen Gameboy. Ey, ich bin gerade übelst überfordert, ne? Ich glaube, ich mache hier mal einen Cut und gucke, ob ich hier mal irgendwann irgendeinen neuen Text finde oder generell irgendwas finde, weil das ist ja echt schrecklich hier. Ey, ich habe mal etwas gefunden. Und zwar einen Sternsplitter, direkt in Raum 4. Aber sonst immer noch keine Anhaltsspuren an irgendwas. Oh, Lagarine sagt, hier ist ein Hinweis für uns. Gehen wir noch alles durch. Bronzmove möchte ein Autogramm von jemandem, den er bewundert. Du wirst auch, dass Bronzmove mal Lokführer werden wird. Die logische Schlussfolgerung daraus ist... Oh, das wollte der Hinweis sein. Okay, ich habe in Lagarine einfach nochmal alles abgecheckt. Okay, na gut. Ein Autogramm von mir? Für den kleinen Bronzmove? Aber natürlich. Also... Bitteschön. Yay. Oh. Wie rührend, dass der Kleine ein Autogramm von mir will. Ja, schon wirklich süß. Aber hätte er nicht auch selber hier hingehen können und fragen können? Naja, okay, gut, die Eltern lassen ihn wahrscheinlich hier nicht durch, ne? Hey, ich habe eine Sache rausgefunden und ich habe es nicht nachgeschaut. Ich bin einfach blöd. Und ja. So, kleiner Bronzmove, da bin ich mit deinem Geschenk. Hier, das hier hast du dir gewünscht, richtig? Peter Corey oder so? Bingo, du hast es erraten, du bist ein Superdetektiv. Und das hier ist für dich, wie versprochen. Eine Insignie der Sonne. Warte mal, das soll das heißen, das war hier eine optionale Mission? Vielen Dank für das Autogramm, ich werde gut darauf aufpassen. Was ist eigentlich dein Detektiv? Was ist das überhaupt? Ja, okay. Ihr habt immer noch einen Streit, obwohl ich ihm schon was geschenkt habe, also... Das war wirklich optional. Obwohl, es geht jetzt weiter. Es ist nachts. Hallo Mario! Eine seltsame Sache ist mir gerade eingefallen, ne? Von den Decken, die ich an die Passagiere verteilt habe, fehlt eine. Ich habe dann meine eigene Decke abgegeben. Aber eigentlich bin ich mir ganz sicher, dass ich richtig gezählt hatte. Es könnte also sein, dass sich jemand ohne Fahrkarte im Zug befindet. Vielleicht ist das ja auch derjenige, der den Drohbrief geschrieben hat. Wenn du nicht findest, muss ich heute ohne Decke ins Bett gehen. Also bitte finde den blinden Passagier und finde meine Decke. Was, wir sollen einfach mitten hier im Nirgendwo, wo wir gerade sind, da rauswerfen? Oder was sollen wir denn mitmachen? Fährt er einfach mit oder wie sieht's aus? Okay, ich helfe dir. Du bist nett. Wirklich? Oh, danke, Mann. Vielen Dank. Ich bin hier, falls du noch Fragen hast. Viel Glück. Wenn du den blinden Passagier findest... Okay, wir sollen am besten wahrscheinlich auf die Decken achten. Oder? Ihr habt aufgehört zu streiten? Nein. Hier ist eine Bettdecke. Da. Da sind zwei Stück unten und oben. Okay. Lass mal sehen. Du bist die Maus? Hier ist eine. Okay, das ist richtig.
Heute werde ich noch meine Unterlagen sortieren. Aber ab morgen lasse ich es mir gut gehen. Stör mich also bitte nicht. Ich glaube, das ganze Chapter ist wirklich nur im Zug. Wir müssen ja ganz viele Mysterien herausfinden. Und der erste Tag ist schon fast vorüber. So, so, es gibt also einen blinden Passagier, sagst du? Es war eine Decke zu wenig, also handelt es sich um nur eine Person, oder? Das würde die Familie aus Abteil 8 zunächst entlasten. Soweit meine professionellen Hinweise. Den Rest musst du schon alleine schaffen. Nicht, dass ich nicht mehr wüsste. Nein, wirklich. Aber wenn es tatsächlich einen blinden Passagier gibt, dann ist das unser Täter. Richtig. Aber den werden wir erst in der nächsten Folge ausfindig machen. Ich hoffe, ihr seid gehypt auf nächstes Mal. Denn der Glimmerliner hat sehr viele Geheimnisse zu bergen. Sehr, sehr viele Geheimnisse. Bis dem Abendtod helfen, das kann nicht schlafen, Mann. Das geht doch nicht.